Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Meine Kinder sagen mir immer wieder, ich soll mir mal einen Bart wachsen lassen. Das sei viel kuscheliger beim Schmusen, als wenn lauter so kleine Stoppeln sind. Ich hingegen, ich bin so ein Rasierfreund, rasiere mich eigentlich am liebsten jeden Tag so richtig schön Bart ab. Lass dir bloß keinen Bart wachsen. So heißt es im Volksmund und das heißt so viel wie traure nicht um was, was du loslassen musstest. Lass dich nicht verdrießen, vergiss es. Das wollen wir in diesem Gottesdienst tun. Nicht Altes ständig uns verdrießen lassen und am Alten festhalten, sondern loslassen. Und Gott hilft uns beim Loslassen und er will uns auf Neues einstellen und uns zu Neuem ermutigen, damit uns ja kein alter Bart wächst. Freuen Sie sich heute auf unseren Gast Peter Mündl. Er ist Oboensolist, bekannt durch das Duo Khalil. Er wird uns in die Kletschmer-Musik einführen. Freuen Sie sich auf einen interessanten Gast. Und wir feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, fröhlich miteinander zu singen. Ich lade Sie ein, dass wir mit Worten aus Psalm 74 gemeinsam beten. Beten Sie mit mir mit. Zeichen, die uns hoffen ließen, haben wir seit damals nicht gesehen. Auch ist kein Prophet mehr aufgetreten und niemand von uns weiß, wie lange noch. Warum ziehst du deinen Arm zurück? Und doch ist Gott mein König seit Urzeiten. Er vollbringt rettende Taten mitten auf der Erde. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, so oft fragen wir uns das, warum spüren wir nichts von dir, deiner Nähe? Warum bist du so weit weg? Warum hast du dich zurückgezogen, bist vor uns im Geheimen, im Verborgenen? Und ob wir es glauben oder nicht, du bist da. Und deine Nähe, deine Gegenwart feiern wir in diesem Gottesdienst. Mach uns das wieder bewusst,
dass du für uns bist, bei uns bist, mit uns bist. Wir loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Einen sehr musikalischen Gast haben wir heute, Peter Müntel. Er ist Oboen-Solist. Mit 9 Jahren hat er schon angefangen, hat dann Oboe studiert und hat Meisterkurse besucht, unter anderem vom legendären Helmut Rilling. Er ist in vielen Orten der Welt unterwegs, hat viele CDs aufgenommen und er ist bekannt als Duo Khalil. Heute ist er alleine bei uns. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Hallo, Herr Müntel. Hallo. Und da liegt das heilige Instrument. Darf ich es mal in die Hand nehmen? Ja, klar. Ehrlich? Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben, die ist ja richtig schwer, eine Oboe in der Hand gehabt. Das ist eine Oboe. Das ist eine Oboe, ein französisches Modell aus Paris. Und ja, also man nimmt den Daumen dort unten für die Daumenstütze hier und jetzt gebe ich schon die erste Oboenstunde gleich dort. Aber damit geht das noch nicht, weil da muss noch ein Mundstück drauf und das ist okay, dann, wenn ich da jetzt reinblase, dann kommt nichts. Nee, da kommt jetzt nur heiße Luft. Und auch das nicht schlecht. Ja, genau. Pfarrer und heiße Luft, das ist immer wieder Thema. Das passt. Genau. Nein, wollen wir nicht sehen. Ich nehme Sie mal, übernehme das mal. Also das ist ein Doppelrohrblatt, das ist ja bei der Oboe so bekannt, gehört ja zur Familie der Holzblasinstrumente, die Oboe. Obwohl so viel Schrott, Blech. Nicht, das ist alles versilbert. Blech versilbert. Das ist handgeschmiedet und versilbert. Mhm. Und das ist ein schwarzes Ebenholz und da kommt eben dieses Doppelrohrblatt drauf. Mhm. Das klingt, wenn man so mal so reinspielt, eigentlich wie so eine, wie morgens der Hahn hier auf dem Höchsten. Aber wenn man dieses jetzt... Eher wie die Esel auf dem Höchsten. Oder die Esel, genau. Wenn man das jetzt zusammen verbindet, kann es passieren, dass ein sehr schöner Ton dabei rauskommt. Ja, bin gespannt. Viel Erfolg. Fantastisch. Auch hier in der Kapelle. Wunderschöne Akustik. Lassen Sie mal das Mundstück dran. Ich würde Sie mal bitten, stellen Sie sich mal vor, da läge eine Schlange. Ja. Und Sie würden die Schlange beschwören mit arabischer Oboenmusik. Wie würde sich das denn anhören? Da würde ich das anhören. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die arabische Musik, die haben spezielle Oboen mit sehr viel Gegendruck und die spielen permanent. Die haben also eine Atemtechnik, dass sie atmen und spielen gleichzeitig. Wahnsinn. Echt? Das kann ich aber auch. Einatmen und ausatmen. Ja, das mache ich aber auch. Weil was braucht man teilweise, habe ich bei legendären Rilling Bach-Kantaten, die auch teilweise sehr lange sind, wo man kaum atmen kann, habe ich mir das angeeignet. Also ich mache das mal, wenn das jetzt eine Schlange wäre. Stell dir die Schlange vor. Ja, okay. Die aus dem Paradies. Jetzt ist sie eingeschlafen. Das ist gut. Genau. Ich hätte mir jetzt gedacht, da wären noch mehr so arabisch klingende Töne dabei. Ja, das ist so. Wir haben ja eine moderne Skala hier auf diesem Instrument. Also ich denke mal, wenn man jüdische Musik hört, wir wissen nicht, wie sie damals geklungen haben, wie die Skalen waren. Vielleicht nur eine Pentatonik. Man kann ja natürlich auch noch Halbtöne und Glissande spielen. Da wacht sie zum Leben auf, genau. Aber wir versuchen ja mit einem modernen Instrument auch jüdische Musik zu machen, die auch heutzutage in D-Moll oder in den normalen Tonsystemen notiert ist und so weiter. Wieso jüdische Musik? Es gibt so viel klassische, schöne Musik. Wieso ausgerechnet jüdische Musik? Duo Khalil? Jüdische, also Klassikmusik. Klassik habe ich ja so ziemlich 50 Jahre, ich war 40 Jahre aktiv im Orchester. Und da hast du so ziemlich alles gespielt. Zauberflöte kann ich gar nicht mehr zählen und alle Opern und Konzerte. Und ich bin durch ein Musikstudio irgendwann auf eine Formation gestoßen, wo wir improvisiert haben, moderne Lobpreislieder eingespielt haben. Und da waren plötzlich 2, 3 Titel mit jüdischer Musik dabei. Und dann dachten wir, Mensch, Oboe, das kommt ja richtig gut damit. Dann bin ich auf die Suche gegangen
und habe ein Schriftstück gefunden von Bekannten aus der Synagoge in Bremen, wo über den Vorgänger der Oboe berichtet wird, dass es eben im Alten Testament, also in dem biblischen Hintergrund, ein Instrument gibt mit dem Namen Chalil. Das Luther hat dieses Instrument als Flöte übersetzt, was man vielleicht auch okay, was man das nennt. Aber das ist wirklich, wenn man in die Details geht, ist es ein oboenähnliches Instrument mit diesem Schilfrohrblatt dort oben drauf. Natürlich ohne Klappen und so weiter. Aber das gibt auch dann so spannende Stellen im Alten Testament. Das Volk blies auf den Schalmein, das war wohl ein ganz populäres Instrument zur damaligen Zeit, zu Davids Zeit zum Beispiel. Und es war sehr fröhlich, dass die Erde bebte. Also solche Sachen. Oder eben Gott klagt über sein Volk mit wie eine Schalmeiklage. Also es war ein Instrument für unheimliche Freude, aber auch für Beerdigungen, für Trauer. Und das ist heutzutage auch noch sehr dicht beieinander, diese Trauer und diese Freude eben in dieser jüdischen Musik. Und da habe ich gedacht, wenn das so schön ist und das so passt, dann versuche ich jetzt mal als einer der ganz wenigen Oboisten in Europa, es gibt noch einen Kollegen in Kopenhagen, der auch jüdische Musik macht, aber er ist selber Jude. Und dann versuche ich das mal und das fanden wir also dann spannend, haben die ersten Konzerte angeboten und dann wieder einen Mitschnitt zu Andy Klaus geschickt und er sagte, wann kommt ihr zur Aufnahme? Also ins Studio gefahren und haben dann eben diese Aufnahmen gespielt und haben es immer versucht, in einen biblischen Kontext zu geben. Also Jerusalem oder in dem Psalm von David sind ganz viele Wallfahrtslieder drin, wenn man das mal so genauer anschaut, wie man nach Jerusalem hinaufzieht in die heilige Stadt und immer mit dieser Freude oder dann auch mit der Trauer oder mit der Belastung, die man gerade im Alltag hat. Das brauchen wir bei der nächsten Israel-Zuschauerreise. Einen Oboisten im Bus, wenn wir nach Jerusalem hochfahren, lässt uns Peter Mündl. Ja, es gibt einen super Titel, lasst uns nach Jerusalem hinaufziehen. Jetzt machen wir Folgendes, ich schließe mal kurz meine Augen und Sie blasen mir einen jüdischen Trauermarsch, bitte. Wenn man sich dabei vorstellt, dieses Instrument solistisch zu hören und sich dabei vorstellt, wie Gott zu einem spricht, das ist mir gerade wie ein Aha-Erlebnis. Ja, genau, so soll es sein. Wie ist es bei Ihnen mit Gott? Spricht er zu Ihnen? Ja, der spricht durch das Instrument. Ja, das ist ein Gottesdienst, ganz klar. Also erstmal zu dem Namen Klezmer zu kommen, das ist auch eine spannende Geschichte, weil jeder weiß. Diese Musikrichtung. Diese Musikrichtung, jeder weiß, ja, gehörst du, Klezmer hast du gehört, aber das ist eigentlich eine Zusammensetzung zwei aramäischer Worte, Klee und Sema. Das heißt so viel übersetzt wie Musizierwerkzeug. Das ist also ein Musizierwerkzeug, durch das Gott sich direkt mitteilen kann. Man singt auf dem Instrument aus der Klezmer-Fassung. Also man spielt nicht Oboe, sondern man singt auf der Oboe. Und wenn man da jetzt mal in die Psalme hineinschaut, Psalm 150 kennen wir alle, alles was Odem hat, lobet den Herrn. Davor sind die ganzen Instrumente, die Gott loben, angegeben, von Schalmein über Zimbeln, über Posaunen. Also Posaunen waren das ja früher nicht, das waren ja auch dann diese Widerhörner und so weiter. Und Gesang, also alles zusammen, das dann Gott lobt. Und in diesem Kontext möchte ich dieses Instrument eigentlich stellen. Und es gelingt uns immer, bei unseren Konzerten sind, also die Konzerte sind immer unheimlich gut besucht und die Leute wollen nochmal eine Zugabe, noch eine Zugabe. Eigentlich bräuchte man dann einen Pastor für danach, der dann die Leute noch weiterführt. Weil es ist dann, man hört dann auf und die haben so viel dann auch von den Bibeltexten mitbekommen und gehen nach Hause. Eigentlich müsste man sie einbinden in irgendetwas. Ich frage mich mal. Ich bin ja Pfarrer. Ja. Also bin gespannt auch nachher auf die Musik, die wir von Ihnen hören werden. Und trotzdem lässt mich der Gedanke gerade nicht los. Gott spricht wie eine Schalmei, Gott spricht wie ein Oboenklang. Und es löst ganz viel Bewegung in uns aus. Ja? Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich. Ja. Waren Sie schon immer so mit Gott?
In Verbindung oder? Meine Geschichte mit Gott hat sich, mit Jesus und mit Christentum hat sich eigentlich so ab dem 1990 entwickelt, sage ich mal. Davor war ich aus der Kirche ausgetreten, war als Kind Katholik und habe aber dann schon statt Messdiener schon Oboe gespielt und hatte dann irgendwie dann den Faden verloren. Meine Frau ist dann ein Jahr vor mir in Bremen auf einer Zeltevangelisation zum Glauben gekommen. Und ich war, ich weiß nicht, 1990 oder 91, eine der letzten Zeltkirchen, die dort mal in Bremen aufgeschlagen sind. Dann hat sie mich mitgenommen. Und es war spannend, da war so ein, Werder Bremen ist ja so ein bekannter Fußballclub. Mhm. Und da war ein bekannter Spieler, Kiwi hieß der, Windenruwer, war dort und hat dort gepredigt. Da habe ich gedacht, ey, wenn da so ein interessanter Typ Christ ist, dann kannst du das ja auch mal sich damit beschäftigen. Habe ich dann meine erste Bibel gekauft und habe dann Gemeinden besucht und habe dann auch einen sehr lebendigen Gottesdienst gesucht. Und dann ging das los mit moderner Musikrichtung, also statt den alten Kirchenliedern, die ja teilweise auch wunderschön sind. Mhm. Also nur die Sprache von 1500 und Luthersprache, die versteht man nicht mal so. Erst beim dritten, vierten Mal gibt es ja mittlerweile diese Musikrichtung Lobpreis, Anbetung, die dann modern sind, aus Amerika kommen. Und da bin ich dann mit eingestiegen und das war auch ein Aha-Erlebnis, mit diesem Instrument Gott zu loben. Nur das Problem war, das waren alles Popmusiker und ich war Klassiker. Mhm. Und Popmusiker spielen eben nicht nach Noten, während die Klassiker nur nach Noten können. Mhm. Und dann musste man sich erstmal arrangieren. Ich hatte eine Leadsheets, ich war also, stand voll auf dem Schlauch. Und dann hatte ich einen guten Freund, der spielte E-Bass, der wollte wissen, wie spielt man Johann Sebastian Bach. Und ich wollte wissen, wie improvisiere ich. Ah, okay. Und so haben wir uns zusammengefunden und haben das ausprobiert. Mhm. Mit dem lieben Siggi und das hat also, dann haben wir uns gegenseitig sozusagen befruchtet und bereichert und das finde ich so spannend bei der Musik dann. Wir könnten uns auch mal kurz zusammentun, mal was ausprobieren. Ja. Bereit? Ja, okay. Ich zitiere einen Bibelvers, stückweise. Okay. Und Sie antworten musikalisch. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bist und weil ich dich lieb habe. Amen. Ja, Amen. So müssten wir zusammen mal Predigten halten. Eine Idee. Das überlegen wir uns für das nächste Mal. Ne? Freuen Sie sich mit mir auf Peter Müntl. Wenn Sie Fragen an ihn haben, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Und jetzt freuen wir uns auf Peter Müntl an der Oboe und Michael Schlürf am Klavier. Ihnen herzlichen Dank und Gott befohlen. Danke. Shalom. Shalom. Shalom.
Ich liebe Lückentexte. Jedenfalls als Kind in der Schule habe ich das gern gemacht. Jedenfalls im Deutschen, nicht so gern im Englischen. Lückentexte gibt es bis heute noch als pädagogisches Mittel im Unterricht. Ich habe es auch oft im Religionsunterricht verwendet, als ich noch Rallye-Lehrer war. Ein Lückentext, das wissen Sie, um was es geht. Texte, bei denen dann Wörter oder ganze Satzteile ausgelassen wurden. Und die Schüler sind aufgefordert, die fehlenden Textteile zu ergänzen. Ein ganz einfaches Beispiel. Folgender Lückentext. Heute ging ich zum und kaufte Milch und Eier. Also heute ging ich zum Bäcker und kaufte Milch und Eier. Ich wusste, dass es regnen könnte, aber ich vergaß meinen und wurde. Ich vergaß meinen Schirm, sehr gut. Und wurde, klar, nass. Und dann ist der Lückentext ausgefüllt und der ganze Text vervollständigt. Heute ging ich zum Supermarkt. Ach, zum Supermarkt? Oh, nicht zum Bäcker. Zum Supermarkt muss es eigentlich heißen. Na sowas. Schon falsch. Heute ging ich zum Supermarkt und kaufte Milch und Eier. Ich wusste, dass es regnen könnte, aber ich vergaß meinen Regenschirm und wurde nass. Regenschirm, nicht Schirm, noch ein Fehler. Flüchtigkeitsfehler. Oh mein, Regenschirm. Und ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. Lückentexte. Wie ist es eigentlich mit der Bibel, habe ich mir überlegt. Finden wir da auch Lückentexte? Können Sie von vorne bis hinten nachsuchen? Eigentlich nicht. Ist Wort für Wort ausformuliert. Wort für Wort von Gott eingegeben. Und doch muss ich ehrlich sagen, bleiben ganz viele Lücken. Nämlich beim Verstehen. Manches verstehe ich einfach nicht, obwohl ich Theologie studiert habe. Und über manches zerbrechen sich Bibelwissenschaftler und Bibelleser den Kopf. Bis heute. Verstehen wir nicht richtig. Wie ist das mit der Endzeit? Ist sie schon angebrochen oder müssen wir noch lange warten, bis Jesus wiederkommt? Da ist die Bibel voller Lücken irgendwie. Wie ist das mit den Geboten Zahn um Zahn? Wie ist das mit Jesu Weisung 7x, 70x vergeben? Wie genau muss ich das verstehen mit dem Leib Christi und ich als Glied irgendwo dran? Wie funktioniert das? Und dann, wie ist das mit dem Abendmahl? Meine Zeit hat uns das viel beschäftigt. Wie ist es mit dem Abendmahl? Wie war es gedacht von Jesus? Es bleiben in diesen Texten, man kann es drehen und wenden, wie man will, für uns viele Lücken, Verständnislücken. Ich werde oft gefragt, ob mich das nicht irgendwie verrückt macht. Man muss doch alles verstehen können, man muss alles irgendwie begreifen können. Nein, macht mich eigentlich nicht verrückt. Ich habe mich mal dafür entschlossen, das Wort Gottes, so wie es hier ist, für bare Münze und für voll zu nehmen. Also nicht ständig irgendwas rausstreichen zu wollen oder zu sagen, nein, das ist so überhaupt nicht gemeint gewesen und das muss man rausstreichen eigentlich. Nein, das ist mir alles zu kompliziert. Helfen tut mir persönlich, ich nehme das Wort Gottes ernst und von A bis Z für bare Münze. Und manche Lücken, die sich für mich ergeben, die lasse ich stehen. Und je länger, je mehr schließen sich manche Lücken. Das gibt der Heilige Geist, so heißt es. Er schließt uns das Wort Gottes auf. Wenn nicht, dann halte ich die Lücke oder die Lücken aus. Ab und zu tauche ich mal ein in die hebräische Bibel, inklusive einem hebräischen Wortlexikon. Und dann geht man dieser hebräischen Welt auf den Grund und erforscht und entdeckt ohne Ende Neues und versteht dann auch völlig neue Zusammenhänge. Deshalb kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, besuchen Sie einen hebräischen Religionsunterricht, einen Torahunterricht. Es gibt es an ganz vielen Synagogen in Deutschland, kann man auf Deutsch
Tora studieren. Aber wissen Sie, manchmal sind Lückentexte auch gar nicht so schlecht. Denn Lückentexte, die bieten Platz, um etwas einzutragen. Und so ist für mich persönlich ein ganz besonderer Lückentext zum Beispiel der Text aus Jesaja 43. Da heißt es, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sie sagen zu Recht, wieso, da waren doch jetzt überhaupt keine Lücken, das war lückenlos gelesen, fehlerfrei. Und ich sage Ihnen doch, da gibt es Lücken. Fürchte dich nicht, Lücke, denn ich habe dich, Lücke, erlöst. Ich habe dich, schon wieder eine Lücke, bei deinem Namen gerufen, Lücke, du, Lücke, bist mein. Und jetzt tragen sie ihren Namen in diese Lücken ein. Mich persönlich bezogen heißt es dann, fürchte dich nicht, Heiko, denn ich habe dich, Heiko, erlöst. Ich habe dich, Heiko, bei deinem Namen gerufen, du, Heiko, bist mein. Und plötzlich kommt ein Gefühl in mir auf, boah, ich persönlich bin angesprochen, ich persönlich komme in der Bibel vor. Probieren Sie es aus mit Ihrem Namen. Fürchte dich nicht, Anja, Erika, Markus. Fürchte dich nicht, Jonas, denn ich habe dich erlöst. Thomas, Tanja, Emanuel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Veronika, du bist mein. Und so wird dieser Lückentext zu einem ganz persönlichen Lebens- und Liebestext, denn er geht da weiter. Du, Doris, du, Friedel, bist in meinen Augen so wertvoll. Und du, Adam, bist so herrlich, dass ich alles für dich hergebe. Und weißt du was? Gisela, ich habe dich lieb. Das steht hier. Betrachten Sie deshalb diese Bibeltexte auch als Lückentexte, wo es Platz gibt, dass Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit, mit Ihrem Namen eintragen können ins Buch des Lebens. Ich persönlich bin der Meinung, diese Bibeltexte gelten für jeden von uns persönlich. Es ist ganz interessant, im Alten Testament, da wurde oftmals das ganze Volk angesprochen, wenn es um Verheißungen und Gebote ging. Im Neuen Testament können wir bei Jesus so die Tendenz sehen, dass es fast nur noch um den Einzelnen geht. Er spricht mit der Frau am Brunnen. Er spricht mit dem einzelnen Zöllner. Er spricht nicht zur ganzen Berufsgenossenschaft. Er spricht einzelne Kranke an, am Teich Siloa. Nicht das ganze Krankenhaus da, den Einzelnen. Die Botschaft Jesu, ist meine Überzeugung, richtet sich, oder ist nicht nur Überzeugung, sondern können wir hier nachlesen, können wir hier entdecken. Die Botschaft Jesu richtet sich an Einzelne, nicht an Unbekannte, nicht an eine große Masse, sie gilt jedem von uns ganz persönlich. Deshalb liebe ich diese Jesu-Botschaft. Und deshalb liebe ich jeden Lückentext in der Bibel. Auch wenn ich nicht viel verstehe oder wenn ich viel nicht verstehe, ich trage mich mit meinem Namen da ein. Vielleicht eine neue, andere Möglichkeit, mit Lückentexten umzugehen. Und wer weiß, wenn ich persönlich damit Namen vermerkt und verewigt bin. Und wenn ich spüre, ich bin damit gemeint, vielleicht schließt sich dann auch manche Lücke, lückenlos. Insofern Mut zur Lücke und Mut, sich darin selber einzutragen, zu verewigen und zu entdecken. Amen. Thank you.
fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Schon seit eh und je bin ich auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich werd mit dir durch reißende Fluten gehen und du wirst darin nie, niemals untergehen. Ich werd mit dir durch verzehrendes Feuer gehen und du wirst darin niemals zugrunde gehen. Von Anfang an bist du mir aufgeladen, in aller Ewigkeit will ich dich tragen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Schon seit eh und je bin ich auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Zu unserer Fernsehgemeinde gehört, dass wir füreinander und miteinander beten. Wir freuen uns auf Ihre Gebetsanliegen, aber auch auf Ihre Gebetserfahrungen. Wo hat Gott Sie erhört? Was hat er Ihnen geschenkt? Schreiben Sie uns davon. Gerne über unsere Homepage. Nun lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Heiliger Gott, so oft haben wir den Eindruck, dass eine Lücke ist in unserem Leben. Wir vermissen oder wir vergessen. So viel fehlt uns. Wir legen dir diese Lücken heute hin, bitten dich, füll du aus, wo wir den Eindruck haben, dass wir zu wenig haben, zu kurz gekommen sind, Mangel leiden. Füll du unsere Lücken aus. Und dann lass uns aber auch dein Wort ganz persönlich für uns entdecken. Da, wo die Lückentexte in deinem Wort sind, Herr, wollen wir unseren Namen einfügen und es ganz persönlich hören, wie du zu uns sprichst, weil du uns liebst, egal in welcher Verfassung wir sind, egal wie wir uns fühlen. Danke dafür. Wir wollen weiterbeten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht als die von Gott Gesegneten in die kommenden Stunden, in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig in allem, was du tust oder lässt, in allem, was dir gelingt oder nicht gelingt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. So sei gesegnet im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Wir möchten mit Ihnen in Verbindung bleiben. Schauen Sie rein auf unserer Homepage, tragen Sie sich ein für den monatlichen Newsletter, schreiben Sie ins Gästebuch rein oder bestellen Sie sich noch heute das Lied, das wir gerade miteinander gesungen haben, für Sie ganz persönlich, diese CD-Karte mit dem Lied "Fürchte dich nicht". Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und Sie vielleicht dadurch ein bisschen glücklicher zu machen. Es gibt viel Werbematerial, mit dem Sie auf die Fernsehgottesdienste aufmerksam machen können. Postkarten, Autoaufkleber, Flyer. Bestellen Sie sich, was Sie brauchen und so viel Sie brauchen. Herzlichen Dank, wenn Sie Stunde des Höchsten ein bisschen bekannter machen. Danke auch, dass Sie uns schon so lange treu unterstützen. Sie wissen, diese Arbeit ist rein spendenfinanziert. Wir schaffen das nur mit Ihrer Hilfe. Herzlichen Dank für jeden Cent, den Sie für Stunde des Höchsten spenden. Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen, in Kürze. Solange behüte Sie Gott, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.